Das nächste Impulsreferat kommt von Christian Arnold. Er war von 1980 bis 2001 Urologe in eigener Praxis tätig mit dem Thema humane Sterbehilfe. Setzte sich seit Mitte der 90er Jahre auseinander. Wir haben es schon gehört, 2012 hatte er einen weit beachteten, langjährigen Rechtsstreit mit der Berliner Ärztekammer ausgefochten und gewonnen. Die Ärztekammer wollte ihm verbieten, einer Patientin todbringende Substanzen für ihren beabsichtigten Suizid zu überlassen. Über seine Erfahrungen und Erlebnisse auf dem Gebiet der Sterbehilfe berichtet er in dem Buch Letzte Hilfe, ein Plädoyer für das selbstbestimmte Sterben und sicherlich auch gleich in seinem Referat. Uwe Christian Arnold. Danke, Michael. Angesichts der fortschreitenden Zeit werde ich jetzt mich nicht allzu lang hier fassen, aber noch ein paar Kommentare zu den vorgegebenen Referaten. Herr Professor Elkendorf, wir haben schon darüber gesprochen. Es ist also tatsächlich so, dass Palliativmediziner da zum Teil sehr menschliche Züge zeigen und den Patienten erklären, wie man solche Morphiumpumpen bedient, sodass man praktisch seinen Suizid durchführen kann. Und man erlebt auch, dass Palliativmediziner oder auch andere Mediziner den Patienten die nötigen Mengen an Morphinpflastern oder an Tabletten hinlegen und sagen, das lasse ich Ihnen jetzt hier über das Wochenende und wenn Sie das alles einnehmen, dann sind Sie tot. Also das ist in der Realität so und so gut, so denke ich. Die andere Sache war, Sie sprachen von der Unwissenheit, die in den Heimeinrichtungen herrscht. Da haben Sie einen Punkt gar nicht erwähnt. Der kommt hier in meinem Buch. Ich wollte ihn vorlesen, aber es dauert zu lange. Hier auf zwei Seiten im Buch, nämlich die wirtschaftlichen Interessen der Heime. Das ist also ein Faktor, den keiner sich wirklich traut auszusprechen. Es geht um Geld, es geht um Millionenbeträge. Man nimmt wirklich die alten Menschen als Geldquelle. Und es ist unglaublich, was da für Summen gehen und die Leute müssen leiden. Und da werden wir im schlimmsten Fall sogar noch unterstützt von den Richtern, von den Notaren. Und dann kann ihnen passieren, dass die Angehörigen sogar Hausverbot bekommen, dann kommen die gar nicht mehr daran als Angehörige. Es gibt schon so abenteuerliche Situationen. Gut, was soll ich jetzt hier noch erzählen? Sie wissen alle, wer ich bin, was ich gemacht habe. Friedmann hat mal zu mir gesagt, zu ihm darf ich ein Mörder sagen, Herr Arnold, das fand ich doch nicht lustig, ich habe viel Humor. Übrigens, Michael, ich habe gerade von einem Kollegen erfahren, unser Buch steht bei Amazon an 1 unter der Rubrik Selbstmord. Aber da können wir drüber lachen, da haben wir inzwischen den Abstand und ich musste diesen Abstand auch gewinnen, denn sonst hält man sowas gar nicht durch. Sie glauben gar nicht, was das bedeutet, 4 Jahre lang Gerichtsentscheidung zu machen, vor allem wenn Sie in einem anderen Gericht bereits in der ersten Instanz kein Recht bekommen haben, dann zittert man natürlich auf die nächste Instanz. Wenn ich nicht schon vorher, in den Jahren zuvor, einen Prozess gegen die Kassenärztliche Vereinigung gewonnen hatte, der ähnliche Dimensionen hatte, der völlig aussichtslos war, den ich mit Pauken und Trompeten durch sämtliche Instanzen gewonnen habe, hätte ich, glaube ich, diese Kraft gar nicht gehabt. Abgesehen davon nicht. Also ich empfinde mich nicht als Mörder, ich empfinde mich auch nicht als Missionar, wie mich ein Pfarrer kürzlich fragte. Ich führe mich nicht als Märtyrer, schon gar nicht als Krimineller oder von alleine gelassener Arzt, sondern ich fühle mich erstmal als ganz normaler Arzt. Ich denke, was ich tue, ist normale ärztliche Tätigkeit und ich werde darin auch bestätigt von meinen vielen Kollegen, einige davon sind hier, die mir immer wieder sagen, was sie da machen, finde ich gut. Und ich denke, natürlich, meine Patienten sagen es mir auch, aber ich finde es immer sehr besonders angenehm, wenn es auch was von kollegialer Seite kommt. Denn man wird ja auch von kollegialer Seite sehr stark beschimpft. Und auch hier kann ich Ihnen nur sagen, was da von der verfassten Ärzteschaft von sich gegeben wird, geht an mir völlig vorbei. Und ich gehe auch in keine Diskussion mit Herrn Montgomery. Also wenn wir jetzt hier ein neues Gesetz haben wollen, dann würde ich innerhalb der Ärzteschaft plädieren, schafft diesen Montgomery ab. Der Mann ist dumm. Er verbreitet ständig falsche Fakten. Er redet wirklich schlimme Sachen von die Suizidbeihilfe, den ärztlich assistierten Suizid als
Drecksgeschäft zu bezeichnen, finde ich unerhört. Er hat zu über Palliativmediziner gesagt, wir müssen aufpassen, denn die Palliativmediziner haben eine Lizenz zum Töten. Das ist genauso eine Unverschämtheit. Ja? Und wer sowas sagt und dann noch allen Leuten öffentlich erklärt, die Ärzte hätten einen Eid geschworen, einen 3000 Jahre alten Eid. Kein Arzt hat so einen Eid geschworen, wenn überhaupt ist dieser Eid 2000 Jahre alt, denn bekannterweise hat ja Hippokrates vor 2400 Jahren gelebt. Also ich hatte im Abitur Mathematik 5, dann muss Herr Montgomery eine 10 gehabt haben. Ich will jetzt auch nicht, also wie gesagt, Zeit ist fortgeschritten, möchte vielleicht mal so ein bisschen extemporieren aus den letzten 20 Jahren, was hat sich denn getan? Als ich da zum ersten Mal, ich bin ja zum assistierten Suizid gekommen wie die Mutter zum Kind, das hat mich vorher gar nicht so interessiert und dann vor 20 Jahren war der berühmte Fall Hagetal. Der Fall Hagetal hat uns Urologen natürlich doppelt interessiert, weil er ja auch noch gesagt hat, machen Sie einen großen Bogen um die Urologen. Und damit hatte er völlig recht. Muss ich leider sagen, damals war ich kritisch, aber inzwischen hat sich bewahrheitet. Natürlich hat sich die urologische Diagnostik inzwischen verbessert, sodass die Gründe, die damals zum Vermeiden des Kontakts zum Urologen führten, heute weitgehend aus der Welt sind. Aber er war ansonsten ein toller Pionier und das ist der richtige Ausdruck, so würde ich mich auch bezeichnen als Pionier. Was ist ein Pionier? Ein Wegbereiter, ein Brückenbauer, ein Bodenackerer. Und wir haben ja hier die Referate gehört von den Kollegen, die hier sind ja auch alle auf diesem Gebiet tätig. In den 20 Jahren ist doch sehr viel entstanden. Wir haben gehört von diesem Urteil, wir haben was heute hier läuft, die Diskussion, die wir hier führen, die wären ja gar nicht möglich, wenn ja, ich sag mal nicht ich, aber ich denke mal, es war Hagetal, der den Impuls gegeben hat. Und bei mir hat er jedenfalls dazu geführt, dass ich mich mit der Thematik mehr auseinandersetze. Und dann habe ich, Sie werden es nicht glauben, ich habe es im Buch nicht geschrieben, hier kann ich sagen, dann habe ich mich verwählt beim Telefon. Ich wollte meinen Vater anrufen und ich kriegte die DGHS an die Strippe. Und da war mein Interesse geweckt. Und mit dem damaligen DGHS-Vertreter habe ich mich dann getroffen und ich war völlig platt. Es ging mir so wie die Ärzte, die hier erwähnt wurden. Ich wusste gar nicht, dass das alles erlaubt ist. Und so wuchs ich langsam in die Szene rein, langsam. Und ja, dann lernte ich die wichtigen Leute kennen. Und dann wissen Sie, ich bin 5 Jahre mit Herrn Minelli als zweiter Vorsitzender Dignitas Hannover. Das habe ich gemacht. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht unbedingt erwähnen muss, die persönlich sind sie auch nicht, Gesundheitsgründe, habe ich das dann nicht mehr getan, weil ich auch da und auch beraten wurde, als Einzelkämpfer kommst du weiter, obwohl es für einen Einzelkämpfer natürlich immer schwieriger wird. Aber heute habe ich viele Organisationen, die hinter mir stehen und die das gleiche Ziel verfolgen und das freut mich irgendwo. Und wenn ich tatsächlich, wenn das passiert, was wir alle wollen, dass wir dieses Gesetz verhindern können, und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Dann habe ich mein, würde ich sagen, Lebensziel, aber mein Ziel erreicht. Und wenn man sich an, dann komme ich dann zu dem Komplex, den Herr Hegendorf gestern in der Pressekonferenz ansprach, der hier eigentlich gar nicht thematisiert wurde, den wir auch im Buch nicht so sehr thematisiert haben, aber der ganz wichtig ist. Die Medizin hat sich ja unglaublich verändert in den letzten 50 Jahren. Also ich anfing in den 60er Jahren, da gab es keine Dialyse, da gab es keine PEG-Sonden, da gab es keine Herztransplantation, es gab überhaupt keine Organtransplantation. Wer Nierenversagen hatte, aus welchen Gründen auch immer, der starb eben, wenn sich die Niere nicht spontan erholte, das gab es auch. Und ja, Herzschrittmacher waren abenteuerliche Apparate und wie hat sich die Medizin denn überhaupt verändert? Und die hat sich wirklich in den letzten 100 Jahren sehr drastisch verändert. Es gab so Quantensprünge in der Medizin. Einer möchte ich erwähnen, ist eigentlich die Entdeckung der Bakterien durch Robert Koch. Das war also ein wesentlicher Fortschritt. Und dann natürlich dann auch die Behandlung oder die Beseitigung dieser Bakterien, nämlich als Penicillin entdeckt wurde. Und das Penicillin ist ja so ein Medikament, so ähnlich wie später in der Onkologie, die Medikamente, die in der Therapie von Krebs eingesetzt werden, das wissen Sie alle vielleicht, die heißen zum einen Medikament, das ist Tamoxifen. Und Tamoxifen, Sie wissen alle, es gibt eine Pflanze in Ihrem Garten, die heißt Taxus. Ja? Und die Amerikaner haben auf der Suche nach einem geeigneten Medikament eben in Kalifornien in einem Wald ein
Taxusart entdeckt, die sehr wirksam war, also ein Extrakt dieses Baumes, auf die Krebskrankheiten. Eine, vor allen Dingen Mammakarzinome. Und dann hat man natürlich andere Formen noch gefunden. Die Antibiose war ein großer Fortschritt und dann eben die Erfindung oder die Einführung künstlicher der Dialyse von Organen, sicherlich sehr segensreiche Errungenschaften, aber Sie sagten es gestern ja eben doch auch, Sie haben auch das Leiden der Menschen verlängert. Und Ärzte sind dafür verantwortlich und Sie machen das aus meiner Sicht ein wenig zu unkritisch. Sie sollten mal sich ein bisschen stoppen, was Sie da bei den Patienten machen, und Sie sollten vor allem nicht den finanziellen, den materiellen Verlockungen erliegen, und das hörten wir ja schon über die Verträge, die da geschlossen werden, also über die Pauschalen und was hier gar nicht viel der Ausdruck, den die meisten von Ihnen gar nicht kennen, die Bonusverträge der Chefärzte. Von Herrn Montgomery übrigens auch abgesegnet. Der hat da nichts dagegen, genauso wie er nichts dagegen hat, dass die Ärzte von den Pharmaindustrien regelmäßig bestochen werden. Also hier muss noch viel geschehen und wir müssen uns wirklich überlegen, ob wir mit unseren ärztlichen Handeln immer alles richtig machen. Ich weiß, dass viele junge Kollegen sehr hilflos teilweise, Sie sagten schon die Kaskade, dass der Chefarzt und die anderen kommen alle. Ja, wenn der kleine Assistenzarzt nicht die Operation durchführt oder die therapeutische Maßnahme durchführt, die der Chef will, dann kann er nach 3 Monaten gehen, dann kriegt er seinen Vertrag nicht verlängert. Und das sind so Dinge, die gab es zu meiner Zeit nicht und da bin ich auch sehr dankbar für. Es hat sich also, wie gesagt, viel verändert und wir Ärzte müssen uns wirklich so fragen, bei der eigentlich wünschenswerten Lebensverlängerung, das Leben ist ja schön. Wenn das Leben nicht schön wäre, dann würden sich ja alle schwerkranken Menschen und die starken Schmerzen alle umbringen. Dann hätten wir als Medizin selber unheimlich viel zu tun. Ist ja nicht der Fall. Das soll auch nicht so sein. Wird auch nicht sein. Das Leben ist eigentlich schön. Auch wenn es für viele Menschen, die ich immer wieder höre, nicht so schön war. Aber eigentlich war es schön oder ist es schön. Und ich habe auch Menschen begleitet, die sind wirklich in der letzten Minute waren, haben die das noch gesagt zu mir und haben sich bei mir bedankt, dass es so einen wie mich gibt. Das fanden sie gut und es hat makabererweise auch also einmal eine Patientin gegeben, die hat zu mir gesagt, Herr Doktor, wenn ich tot bin, geben Sie mir noch einen Kuss. Und ja, warum nicht? Ja, ich denke, hier kommt, ich will jetzt gar nicht mich da irgendwie hervorbringen, damit kommt eigentlich zum Ausdruck die sehr intime Beziehung erstellt, die wir zu Patienten haben. Der Palliativmediziner, der hat ja auch diesen, das ist ja ein Facharzt, der auch für das Ende des Lebens zuständig ist. Palliativmedizin hat früher jeder Arzt gemacht, man nannte es eben nur nicht so, das ist eigentlich nichts Neues. Aber die Medizin, als Folge dieser Entwicklung der Medizin, ist natürlich der Palliativmediziner der Facharzt für Palliativmedizin und jetzt wird ja auch noch der Facharzt für Schmerztherapie gefordert. Der ist natürlich erforderlich geworden, weil es eben einfach sehr kompliziert geworden ist. Man hat fantastische Medikamente entwickelt, die in ihrem Handling sehr schwer, oft sehr schwer zu behandeln, einzusetzen sind. Und dazu kommt noch bei dem raschen Fortschritt, dass sie den meisten Ärzten nicht bekannt sind. Und auch hier wäre die Ärzteschaft gefordert, die verfasste Ärzteschaft gefordert, die Kollegen zur Fortbildung zu zwingen. Ja, Sie müssen als Arzt nachweisen, dass Sie Ultraschallbilder richtig bewerten können. Sie müssen nachweisen, dass Sie in der Lage sind, Röntgenbilder richtig zu interpretieren. Ein Arzt, der Röntgenbilder anfertigt, muss sich regelmäßig Qualitätskontrollen stellen. Wer bakteriologische Untersuchungen macht, der muss das tun. Das ist alles in Ordnung. Ja, bitteschön, warum denn nicht auch bei der Schmerztherapie und bei der Palliation? Wir brauchen nicht überall Fachärzte. Herr Schrittling wäre als Berater gebraucht, wenn die Ärzte in der Praxis nicht weiterkommen. Aber sie müssten gezwungen sein, wenigstens ein gewisses Basiswissen zu beherrschen. Und da ist noch sehr viel im Argen. Das schafft man auch nicht, indem man Lehrstühle einrichtet, die natürlich selbstverständlich überall eingerichtet werden müssen. Gut, ich möchte jetzt fast aufhören, ich möchte noch etwas sagen zu dieser Desinformation, durch die überall stattfindende Desinformation. Es ist wirklich ein Skandal, was da teilweise geredet wird. Ich hatte es gestern Abend ja wieder erlebt bei Herrn Müntefering und so weiter. Das ist tatsächlich so, man macht die Erfahrung, man muss die Leute einfach für sich selber auf Kopf und Kragen reden lassen. Die erzählen so viel Unfug, das glaubt keiner. Ja? Und wir müssen wirklich hoffen, dass diese Mehrheiten, die ja da sind und die immer weiter anwachsen
Und dann durch unsere Lobbyarbeit, dass wir da Erfolg haben. Und ich bin da eigentlich sehr positiv und sehe mit Optimismus in die Zukunft. Und ein letztes Wort an Frau Sander, die ja diese Frage aufwarf mit den zwei Ärzten. Also es ist ja in keinem Entwurf steht da drin, dass dieser zweite Gutachter nun ein Gegner sein muss. Also es ist ja nicht so, dass ich mit Ihnen Kontakt habe und dann kommt als Zweitgutachter Herr Montgomery. Also, sondern es ist nicht gesagt, ich denke mal, ich weiß ja nicht, was überhaupt vorgesehen ist, aber es ist sicherlich nicht sehr sinnvoll, einen Arzt zu holen, der in seiner Einstellung entweder also einen baden-württembergischen Arzt zum Beispiel zu holen, denn nicht nur die Juristen sind dort sehr gottgläubig, auch die Ärzte sind sehr gottgläubig, das habe ich auch erfahren. Sondern dass man einen holt, sagen wir mal, von der gleichen Fraktion, wobei das nun nicht ein automatischer Zustimmer sein muss. Also ich habe ja Kollegen, die sowas machen und die sehen das schon kritisch. Und es ist nicht so, also auch wenn Sie einen Arzt haben, der gleichgesinnt ist, sieht er das noch lange nicht so beim Patienten auch so. Und er berät ja dann auch die letzte Entscheidung. Es wird ja keine Entscheidung sein, 2-1 oder so ähnlich, sondern letzte Entscheidung der Patient. Und der andere Arzt kann ja doch nur was unternehmen, wenn da schwerwiegende Verfahrensfehler sind oder wichtige Punkte nicht beachtet wurden. Und wenn wir eine Regelung schaffen, dann müssen wir auch überlegen, wie dokumentieren wir denn das? Ich bin ja gar nicht abgeneigt, dass man, wir leben heute nicht mehr in der Zeit von früher, wo das Arzt-Patienten-Verhältnis, was Sie ja schon angesprochen haben, das so sehr intim ist, was ich auch befürworte, ganz so können wir das heute nicht mehr machen. Wenn Sie heute eine schwere Krankheit haben, doktern sowieso mehrere Ärzte an Ihnen herum. Der eine macht die Anästhesie, der andere macht die Operation, der nächste macht die Nachbehandlung und so weiter, so ist es heute. Das ist ja auch gut so. Und deshalb müssen wir überlegen, wie man das dann dokumentiert, irgendwie doch so dokumentiert. Nicht, dass es wieder Bildzeitung steht, das nicht. Aber es sollte, ja, da kann ich nur anschneiden, das Thema, ich kann keine wirkliche Empfehlung geben, wenn ich mir sage, das wird eigentlich, sollte bei der Ärztekammer irgendwie gehandelt werden, dann muss ich wieder schon sagen, also so wie die Ärztekammern aussehen, und da würde ich darauf lieber verzichten. Aber Sie sprachen ja sehr schön an, hier war das mit dem Pro Familia. Also sowas Ähnliches müsste man auch für unsere Sachen einrichten. Vielen Dank.